Warum Immobilienmakler es gerade wirklich regelrecht verkacken. In diesem Video werden wir uns mal das aktuelle Marktgeschehen und zwar Angebotspreise auf dem Immobilienmarkt anschauen. Und dazu habe ich vor kurzem einfach mal eine Recherche gemacht. Wir sitzen in Düsseldorf und ich habe mir einfach mal den Markt hier angeschaut und habe mir eine Nachbarstadt genommen, nämlich Neuss. Und in Neuss habe ich mir einfach mal ein paar Immobilien angeschaut, nämlich Einfamilienhäuser und geguckt, hey, zu welchen Preisen sind die eigentlich angeboten? Und dabei ist mir sehr schnell eine Sache aufgefallen, dass ich geguckt habe und sagte, Mensch, da ist doch so eine Immobilie. Das waren 880.000 Euro. Die sieht aber schick aus. Habe ich mir die angeguckt. Ein Townhouse von einem renommierten Maklerhaus. Und dachte mir, hey, sehr, sehr schick. Rechne doch mal nach. Und dann habe ich einfach mal nachgerechnet, wie ist denn der Preis positioniert? Wie ist er ausgewertet bzw. bewertet worden? Ist der Angebotspreis überhaupt realistisch? Und das Interessante, was ich herausgefunden habe, war, dass bereits nach 2-3 Minuten und einer kleinsten Recherche, und hey, wer als Immobilienmakler draußen aktiv ist, der hat die Tools, ein paar einfache Handgriffe und du weißt direkt Bescheid, ob das Angebot korrekt ist oder ob es überteuert ist. Und bei diesem Angebot war es so, dass ich wirklich nach 2 Minuten bereits auf einem Wert war, der um 170.000 Euro geringer als dieser Wert. Ich dachte mir, oh, das ist ja spannend, guck mal weiter. Ich habe einfach noch mal ein paar weitere Immobilien recherchiert und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel die ein oder andere ältere Immobilie. Schöne Häuser auf schönen Grundstücken, aber in die Jahre gekommen und dachte ich mir, okay, schau doch da mal ein bisschen genauer hin. Und was ist mir da aufgefallen und ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber macht selber mal die Probe aufs Exempel, schnappt euch ein paar coole Bewertungstools oder einfach Analyse-Tools und dann findet ihr sehr schnell heraus, was da auf dem Markt wirklich los ist. Von 10 Immobilien war keine einzige Immobilie, aber auch nur annähernd korrekt im Markt positioniert bzw. korrekt bewertet. Und bei diesen Einfamilienhäusern war es so, dass davon 50% sogar um bis zu 100% über dem eigentlichen Marktwert angeboten wurden. Und das ist schon wirklich krass. Jetzt will ich auch gar niemanden bewerten oder abwerten, aber wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, hey Leute, was für ein Dilettantismus ist da draußen im Markt eigentlich gerade am Start? Es ist im Prinzip wirklich nicht zu glauben und da platzt mir fast die Halsschlagader. Aber ich überlege natürlich, woran liegt das eigentlich? Und es gibt hierbei eine ganz gravierende Ursache. Nämlich diese Ursache ist, wenn man bei einem Verkäufer sitzt und selber nicht genug Aufträge hat oder auf der anderen Seite nicht genug Anfragen von Verkäufern hat, sein eigenes Marketing nicht im Griff hat, dann ist man natürlich immer geneigt zu sagen, ach komm, wir versuchen es doch mal. Aber die eigentliche Ursache für das ganze Spiel, die eigentliche Ursache für das ganze Spiel ist welche? Genau, dass man nicht in der Lage ist, dem Verkäufer den korrekten Preis zu vermitteln, beziehungsweise ihn davon zu überzeugen, dass diese Strategie so nicht funktioniert. Und wer ein paar Jahre im Markt ist und wer schon ein paar Immobilien verkauft hat, wer Erfahrung hat im Markt, selbst der sie nicht hat, die Erfahrung, kann mit ein bisschen gesundem Menschenverstand sehr, sehr einfach verstehen, dass eine Immobilie, die 100 oder bis zu 100% über dem eigentlichen Marktwert ist, selbst dem dümmsten Bauern nicht zu verkaufen ist.
Das kann man auch sehen an den Vermarktungszeiten, weil wer die Tools hat, der weiß, wie lange diese Immobilien bereits auf dem Markt sind. Sie sind einfach nicht verkäuflich und es führt dazu, dass der Kunde, also der Verkäufer, sauer wird. Die Käufer lachen sich halb tot und das Image der Immobilienmakler wird immer schlechter. Es wird immer schlechter und es liegt nur an einer einzigen Tatsache, dass die Makler oder der Makler oder vielleicht sogar du die Fähigkeit nicht hast, so zu kommunizieren, dem Verkäufer so gute Informationen zu geben und sie ihm auch wirklich erklären zu können, dass er überzeugt ist und trotz alledem den Auftrag unterschreibt und zwar zu einem realistischen Marktwert. Es liegt an den Fähigkeiten des Immobilienmaklers, warum er scheitert. Denn du verschiebst das Problem nur vom Einkauf in den Verkauf. Wenn du es im Einkauf nicht hinkriegst, wirst du es im Verkauf verkacken. Denn im Verkauf wird nichts passieren. Du wirst keine Anfrage haben, ja, du wirst das Objekt nicht verkaufen, du wirst niemals zum Notar gehen, du wirst Marketingkosten ausgeben, bis der Arzt kommt und am Ende des Tages wirst du frustriert in deinem Büro sitzen und wirst kein Geld haben. Du kannst dir nichts leisten, du kannst dir kein cooles Büro leisten, du wirst die Schweißperlen auf der Stirn stehen haben, weil du am Ende des Tages oder weil dein Business am Ende des Tages absacken wird. Ja, und ich sehe es doch in den Gesprächen, die wir haben, ja, die Makler, die kein Geld haben, die von der Hand in den Mund leben, die im Prinzip immer sagen, ja, nächsten Monat, ich warte auf irgendeinen nächsten Auftrag beziehungsweise auf den nächsten Verkauf. Hey Leute, das ist der Markt, wie er sich gerade darstellt. Werdet endlich wach. Fangt an, systematisch zu arbeiten, prozessorientiert zu arbeiten, lernt zu verkaufen. Lernt vor allen Dingen oder erlernt die Fähigkeit, wirklich Immobilien auf dem höchsten Level zu bewerten und dem Verkäufer professionell davon zu überzeugen, dass Wunschvorstellungen der Verkäufer nicht verkaufen. Und das ist ein Fakt, das ist ein Gesetz, das ist eine übergeordnete Gesetzmäßigkeit, dass Wunschpreise des Verkäufers nicht verkaufen. Wenn du es noch nicht verstanden hast, ich hoffe, du hast es jetzt verstanden. Und wenn du Immobilien nicht wirklich Schritt für Schritt mit mindestens 5 verschiedenen Werten auswertest, um dich zu überzeugen, hey, wo gehst du denn hin? Und wo ordnet sich diese Immobilie ein? Und vor allen Dingen auch vergisst, was sind denn tatsächlich die Stärken und die Schwächen einer Immobilie? Also sozusagen einfach Dinge ausblendest, weil du nach dem Prinzip Hoffnung agierst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen. Und wenn du damit endlich Schluss machen willst und, wie gesagt, irgendwas in deinem Business nicht rund läuft als Immobilienmakler, egal ob Starter, egal ob Makler, egal ob du schon Mitarbeiter hast und die Quoten gehen runter und du sammelst immer mehr Objekte, die nicht weggehen, dann ist es jetzt höchste Eisenbahn, etwas daran zu ändern. Ich sage dir eins, 2024 wird es richtig eng werden, weil der Markt bricht an der Stelle, und die Leute werden nicht kaufen. Ganz einfach. Und gerade die Immobilien, die renovierungsbedürftig und modernisierungsbedürftig sind, ja, werden immer schwerer zu verkaufen sein. Wartezeiten, Renovierungszeiten verlängern sich, Handwerkerzeiten bzw. Auftragszeiten dauern an und, und. Also der Markt ist schwer in Bewegung und ich sage dir eins, ändere es jetzt. Es ist nie zu spät, etwas zu ändern und du kannst immer etwas tun. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dich zu verändern, weil dann wirst du auch etwas wirklich verändern. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Ciao, ciao.